Was geht ab, Leute? Wir machen weiter in Dredge. Weiter. Ja, wir fahren heute wieder ein bisschen mit dem Fischkutter durch die Weltmeere und fangen. Ach ja, hier sind wir. Ich habe schon wieder jetzt ein bisschen Pause gemacht, habe schon wieder ganz vergessen, wo wir hier am Start waren. War das mit den Krabben kommen? Oh, sieht noch gut aus. Scheiße, was war das denn jetzt? Das ist nur Musik. Ich mach mal actually die Musik ein klein wenig leiser. Ich glaube, das ist ein bisschen entspannter. So, da wären wir wieder. Und ich habe mir was überlegt. Und zwar müssen wir hier hin, um für diesen Kollegen da, ihr wisst schon, dieses Dings da zu holen oder was. Und das Problem ist, hier, ich glaube hier, wenn man das jetzt sieht, war ja zu. Also wir sind ja dann irgendwie hier so reingefahren und hier war ja irgendwie zu. Aber was ich ja noch nicht probiert habe, ist vielleicht mal von hier außen. Deswegen werde ich das jetzt mal machen. Hoffentlich werden wir nicht von diesem Monster da gefressen. Ja. So viel erstmal dazu. Gehen wir mal hier eine. Ich frage mich, was da unten in der Mitte ist, weil das würde ja irgendwie Sinn machen, wenn man das so nacheinander freischaltet. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts irgendwie dumm übersprungen oder so. Aber wird schon irgendwie hinhauen, ne? So, wo müssen wir hin? Hier wollte ich fahren. Bin ich da dredgen? Ne, Fische. Fische brauchen wir nicht. Hier kann ich aber wieder einen Schatz hochholen. Ne? Genau, hier sind immer diese Ringe drin. Muss ich mal ein bisschen konzentrieren bei dem Zeug hier. Perfekt. Oh, was ist das denn? Silberschmuck. Ja, nehmen wir mit. Gibt's noch Holz? Wo sind wir jetzt? Von hier kann man auch nicht rein. Ich glaube, wir müssen noch eins weiter rum. Aber wir nehmen mal das Holz mit. Weil das... Ja, auch noch. Es dauert halt immer so lange, ne? Also so einmal Holz holen ist halt bestimmt eine Stunde von dieser Zeit hier. Guck mal, wir haben um 15 Uhr angefangen. Ich mache jetzt keine Fehler. Ja, 16 Uhr. Oh, Forschungszeit. Noch ein Holz. Ja, dann ist es ja schon 17 Uhr. Geil, dann fahren wir halt nachts. Das kann man, glaube ich, eh erst nachts. Wobei, nee, das ist ja gar nicht das Artefakt. Das ist ja das... Immer noch! Ja, dann fahren wir erstmal... fahren wir erstmal schlafen. Kein Bock, da nachts hinzufahren. Habe ich viel zu viel Angst vor. So. Dann mal kurz zurück. Da müssen wir ein bisschen gucken mit der Eile. Ich glaube, das ist nachts zu benutzen gar nicht so schlau, weil das ja die Panik... Ach, ich dumm. Schatz. Weil das ja die Panik erhöht, wollte ich sagen. Ja. Jetzt ist ich wieder für den Arsch. Ah, wir können die Krabbenkörbe aufsammeln erstmal. Ja, die müssen wir jetzt. Und dann können wir nämlich da rein, wo jetzt das Artefakt ist. Da hier sitzt. Ach ja, können wir nicht. Was ist das denn? Also, da sind jetzt überall diese... Das war aber vorher noch nicht. Das ist, glaube ich, neu. Ich weiß nicht, ob es jetzt... genau, was wollen wir machen? Fischmarkt. Völlig verrottete Exemplare kann sich ja nichts geben. Ja, aber die sind ja nicht verrottet. 37. Oh, hier ist kein Fisch drin. Kann ich die Sachen hier nicht verkaufen? Achso, das geht gar nicht. Kann ich es auch noch nicht reintun. Okay. Das kommt alles ins Lager. Und dann brauchen wir noch eine Reparatur bei der Werft. 127. Ey, es kann doch nicht sein. So, jetzt eine Runde schlafen. Und dann, in alter Frische am Morgen, düsen wir dann mal zum, der Nebel ist nämlich schon weg. In alter Frische düsen wir jetzt mal da, wo wir eigentlich... Jetzt sammle ich auch nichts mehr auf. Ach, wir brauchen ja sowieso Geld, auch um dieses Metallteil zu kaufen. Ja, dumm. Ja, wir lassen uns jetzt auch gar nicht beirren hier von der Musik. Einfach weiter. Jetzt schon wieder Holz, ne? Da will ich nicht drauf. Kann ich hier jetzt rein? Ne, hier auch noch nicht. Ich würde noch eins weiterfahren. Wenn man ja nur fährt, vergeht die Zeit auch gar nicht so schnell. Ist noch ein Schiffswrack mit Teilen. Ah, ist zu weh daran, zu weit zu fahren. Hier können wir rein, vielleicht.
Wenn ich hoffe, es funktioniert, weil sonst wüsste ich halt wirklich nicht, wie es weiter. Ich kann auch nicht rein. Vielleicht da hinten. Also. Oder doch. Da, wo wir gerade waren. Hier ist was. Ein Tal durchwinden. Krabbenartige Kreaturen. Okay, muss ja diese Krabben reintun, ne? Okay, wissen wir Bescheid. Opfer, falsche Richtung. Hier lang. Bitte sag mir jetzt einfach, dass es da auf ist, weil sonst. Ich hab echt keine Ahnung. Ja, hier ist auf, oder? Ja, ich glaube schon. Jetzt werden wir wahrscheinlich von dem dicken Fisch erstmal gebumst, aber. Soll mir recht sein, wenn ich dafür das Dings kriege. Schnell. Zack. Ja, das ist das Questteil, was wir brauchen, glaube ich. Ach du Kacke. Ich hab Panik! Aber ich hab's. Alles gut. Wir haben Motorschaden, aber wir gehen direkt wieder. Guck mal, da ist er. Ja, wir haben es geschafft. Alles klar. Ja, ich muss jetzt schon wieder so viel bezahlen für den Motor. Vielleicht nehme ich ein paar Fische mit auf den Weg. Sonst kann ich mir das nicht leisten. Hier sind auch nochmal überall Teile, können wir uns merken. Ach, das ist so ein Ding. Guck mal, das gibt kleine Fische. Okay, cool. Noch mal ein paar mit. Bis 17 Uhr noch einen. Hat eh keine mehr. Ja, noch einen. Ja, gut, aber egal. So, wie kommen wir am besten zurück? Ah, hier rum. Das Ganze ist ganz in Ordnung, glaube ich. Ja, unser Motor wurde leider ein bisschen zerstört, aber ich glaube, da konnten wir auch nichts gegen machen. Also, ich kann da jetzt nicht wegfahren und ich brauchte das Teil ja auf jeden Fall. Ja, da fahre ich nicht durch. Wenn ich noch mehr bezahlen müssen für den Motor. Wir sollten die Nacht ja ganz gut überstehen. Ich habe echt ein bisschen Schiss. Aber. Sollte hinhauen. So, hier kann ich aber durch, ne? Ja, hier gehen wir durch. Ich will noch ein paar Fische mitnehmen. Ist eh schon Nacht. Opa. Verrottender. Ja, aber. Ich hab doch gesagt, sie gibt mir nichts für Verrottende, oder? Und das ist so ein spezieller Verrottender. ja, das war's. Scheiße, jetzt kann ich nicht mehr da hin, oder was? Ist das da hinten eigentlich der Leuchtturm von der anderen Insel? Ja, oder? Ich glaube schon. Hier ist auch irgendwas. Was ist hier? Oh, nochmal die Hand drauflegen. Er geht nicht. Hier sind wir hinter der anderen Stadt, ne? Glaube ich schon. Also einmal rum und dann da hinten, genau. Oh. Das ist so ein Panikstein, glaube ich. Also, der Stein ist ja da tagsüber nicht, oder bin ich jetzt einfach nur doof? Ich glaube, der ist da nicht. Ja, ja, Licht ist aus, alles gut. Kriegen wir wieder an. Ja, und ohne das Licht sehen wir dann auch die Steine nicht, glaube ich, ne? Ja, da ist auf keinen Fall ein Stein tagsüber. Ich weiß aber halt nicht, was. Das macht ja gar keinen Sinn. Also warum kommen denn da auf einmal Steine, wenn man ne? Nachts rumfährt? Das ist ja völlig dumm. Ich meine. Ja, ja, schon klar. Ich hoffe, ich verkaufe jetzt nicht hier das Familienwappen. Hey, aber ein bisschen Cash gemacht. Müssen wir sowieso alles wieder ausgeben zum Reparieren, ne? Hier. 91, ja, ist ja noch in Ordnung. So, habe ich jetzt Platz? Lager das mal ein. Ich hole mal jetzt hier irgendwie diese Krabben nach oben. Das Problem ist bei den Krabben. Ich kann, glaube ich, nur eine mitnehmen. Das ist extrem scheiße. Oder ja, hier sind sogar zwei drin. Ah, ne. Okay, so groß sind die gar nicht. Ich habe jetzt irgendwie was anderes erwartet. Ich lasse die Krabbenkopf mal da unten, der lebt ja noch. Hier ist. Ach, guck mal, wunderbar. Ja, okay, das läuft besser als erwartet. Oh, 7 Stunden, da geht bestimmt noch eine Krabbe rein. Ich glaube, die bleiben sogar drin, selbst wenn der Krabbenkopf kaputt ist. Bin mir aber nicht sicher gerade. Wie viel Geld die jetzt geben? Schon. Verrottet? Sind die schon verrottet? Was sagt ihr denn die ganze Zeit von verrotteten Exemplaren? Ich hab doch. Verrotteten Exemplare dabei, oder? Was
So. Ja, dann schlafen wir eine Runde und geben das Artefakt dem einen Kollegen, oder? Haben wir doch jetzt geschafft. Was will man denn mehr? So, gib Gas. Aufpassen. Komm, da ist ein Ring. Voilà. So, Kollege. Dein Teil. Was auch immer du da haben wolltest. Hier der Eremit. Achso, scheiße. Gibt's hier kein Lager? Doch, gibt's. Hoppa. Eremit. Ist das dein Familienwappen? Was für ein wunderschöner Ausweg. Aber nun, würdest du meine Wohne und dass ich gerne nach Hause kommen würde. Aber sicher, sage ich das deinem Bruder. Sind doch Freunde, sind doch alte, alte Kollegen sind wir. Aber, ey, ich bin aber auch schlecht. Wir haben auch keine leichten Fische, muss man dazu sagen. Wollen wir noch einen? Noch einen. Noch einer passt. So nämlich. Eremit, ich komme. Ah ne, Bruder vom Eremit. Ich komme. Das ist doch der Walfänger, oder? Vielleicht bringt er uns bei, wie man Wale fängt. Das ist ja krass. Dann müssen wir so das nächste Artefakt aus dem Walbauch rausziehen. So, hier pensionierter Walfänger. Was willst du? Ist das nicht deins? Also Gott hat das tatsächlich genommen, ich wusste es. Bist du dein Bruder deswegen zurück nach Hause gekommen? Ich bin nicht aufgefüllt, dass er ging. Na gut, in Ordnung. Er kann wenig Zeit, um dort aufzuräumen. Vielleicht hat er für mich schon hier so. Der Fahrende zwischen den Klippen Trümmer zu werden, um eine Abkürzung zu schaffen mit Sprengstoff. Ich kann einen Sprengladen platzieren, aber die Klippmaschine mir sonst installiert. Also sagt, ich nicht so zünden. Nein, von uns sie zünden. Vergelbe Fahne. Ah ja, habe ich ja gesehen. Ja, da wären wir doch schon wieder von diesem. Ah, wo war's? Warte, wo gibt's Fell? Wo gibt's die Dinger? Wende dich nach Südosten und du wirst auf der rechten Seite die gelben Flanke. Ach, da muss ich die zünden. Okay. Ach, nee, da muss ich jetzt schon wieder an diesem Fisch vorbei. Ne? Okay, ganz ehrlich. Ich hole mir jetzt erstmal Geld, um diese. Ist das. War ich gerade schneller, als wenn ich es einfach nur so gedrückt habe? Das wäre irgendwie ziemlich cool. Man muss echt hier Tetris spielen bei dem Game. Finde ich aber irgendwie cool. Also, das passt. So. Hier sind Krabben drin, aber die können wir hier noch nicht holen. Ja, die Krabbenkörbe müssen wir auch alle reparieren. Ich scheiß auf diese Krabbenkörbe, oder? Die bringen es nicht. Letzte Entscheidung. Achte auf das, wie tief das Wasser ist. Nicht alle. Ja, wir haben doch hier. Wir fangen doch mal ganz gut. 125. So, und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt. Hier, 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 hier. Fisch mal. Nee. Ja. Aha. So. Ach, 5. Fuck. Mann. So eine Scheiße. Netz. Motor. Aber man könnte natürlich 2 von den Motoren holen, aber es ist so teuer. Ich bin eigentlich erstmal zufrieden damit. Ja, dann helfen wir mal dem Eremiten. Oder, ne, den Tag hier fischen wir noch ein bisschen. Ja, von mir aus kümmern wir uns auch um die scheiß Krabbenkörbe. Ist in Ordnung. Alles nehmen. Das Problem ist, die 1 sammeln. Na gut, geht sogar diesmal. So. Nochmal. Ich werf die aber auch einfach direkt wieder aus. So, werft. Das reparieren. Fischhändler. Alles verkaufen. Dafür die. Rüstungsvermögen 4x4. Ah, das sind die robusten. Ja, ich müsste die großen holen eigentlich. Aber die hat auch nur die robusten. Aber die großen habe ich noch gar nicht erforscht, ne? Aber ich habe doch Forschungs. Warte mal. Eigentlich könnten wir hier bei den Körben mal die großen. Was gibt's hier? Das weiß der noch nicht. Effizient oder groß? Ich würde groß holen. Dann haben wir hier schwerer. 5x5. So. Schwerer ist doch gut, oder? 6 Tage Lebenszeit. Der ist robust und groß. Und der hier wird wahrscheinlich robust und effizient sein, aber ich will lieber den großen. Weil die kann man dann länger drin lassen. Guter Krabbenkorb hier, glaube ich.
Netze. Ja, das sind natürlich Mangrovennetze und sowas. Ah, ja. In Ordnung. Was kostet denn so ein... Warte, Ablenker. Die hier. Viele. 1, 2, 3. Ah, das war's. Okay. Weil hier gab es ja wenige, ne? Hier bei den Tiefen. Wenige, genau. Man musste ja also im flachen Wasser platzieren. Boah, da waren ja viele. Ja, und dann gucken wir mal, wie viel so ein großer kostet. Wir haben eh nicht genug Geld, ne? Ah, doch, wir hatten doch gerade ziemlich viel gemacht. Hier. Werft. Hast du diverse? Ich sehe, wie. Genau, hast du recht. So. Hä? Geht deine Kopf. Ach, die waren beim Fischmarkt. Ja, das ist aber auch hier. Oh, schwierig. Und, nee. Schwerer Kram kommt. 225. Ja, sicher. Komm hier. Bam. Nehmen wir mit. Wirf den mal hier irgendwo rein. Ablegen. Kramkorb. Wenige. Ach, hier ist tief. Warum ist denn hier tief? Ja, kein Sinn. Tschüss hier. Wie viele sind. Hier. Ja. Schwerer Kramkorb. Relativ von 2,4 Metern angebracht. Ich frage mich aber bestimmt, wenn man das jetzt hier ins Tiefe wirft, wo wenige Kram sind, das sind bestimmt so richtig heftige Kram. Diese Brecher, weißt du? Ah, egal. Eine Runde schlafen. Und dann würde ich sagen, sprengen wir dem einen Kollegen mal seinen... Guck mal, hier ist wieder das rote Licht. Ich weiß nicht, ob man es gerade in der Aufnahme überhaupt gesehen hat. Sprengen wir dem Kollegen mal sein Ding ins Bummünster. Da ist sogar schon Krabben drin. Aber dafür bin ich nicht da. Ich bin hier, um zu speeden. Ich glaube, das war hier, ne? Warte, ich guck mal auf der Karte. Ja, das ist hier und dann rechts. Vielleicht kriegen wir das Ding ja ausgewichen, ansonsten ja, sind halt unsere Motoren wieder kaputt. Kostet wieder 5000, aber wird ja in Ordnung gehen. Aber hier muss man aufpassen, Steine. Ja, dann spreng ich den Bums mal. Ah, die Kamera macht gerade verrückt. Ja! Zündest die Lunte. Du wirst den Walfänger Bescheid geben. Okay, nice. Komm schnell raus. Wo wir geknallt werden. Ey, wir haben es geschafft ohne... Nein! Ich... Ah. Ich wollte... Das ist wirklich mein Erzfeind, diese Kacke, ne? Ich wollte gerade sagen, wir haben es geschafft ohne Schaden. Oh, ich habe einen krassen Fisch gefangen. Aber hier, das sind ja diese... Die geben echt viel, glaube ich, diese... Ach, scheiße. Ja, genau. Die Wrackbarsche. Holen wir mal zwei mit. Dann können wir uns den Motor auch wieder leisten. Da haben wir nur zwei drin. So. Den Motor schon wieder kaputt gemacht. Das kann doch nicht sein. So sauer, ne? Egal. Fischmarkt erstmal. Ja, 172 wird der ja wohl nicht kosten. Bitte, oder? Ja, 45, komm. Komm, die haben wir. Die haben wir. 500 haben wir allerdings nicht. Ja, dann geben wir mal dem Typen direkt Bescheid. Dann haben wir Zeit. Haben wir ja noch gut Zeit. Da, dann, so, wenn es zu rot wird, aufhören. Dann denken. So, Kollege, ich hab's geschafft. Gott, dieses Echo, dass die Klippen nicht auf den Kopf gefallen sind. Hier ist alles bereit. Geh und sag bitte meinem Bruder, dass er nach Hause kommen kann. Ah, jetzt müssen wir den einpacken. Kennen wir doch schon. Ich habe mir schon was überlegt. Die dürfen gespannt sein. Haben wir eigentlich einen? Genau, wollte ich gerade sagen. Was haben wir ja eigentlich? Schauen wir, genau, das war das erste Buch. 5% mehr Geschwindigkeit. Und Widerstandskraft gegen Panik. Okay, nice. Aber irgendwie das Gefühl gehabt, dass es seit dem Anfang schlimmer geworden ist mit der Panik. Also, naja. Ob diese Widerstandskraft jetzt was bringt oder nicht? Keine Ahnung. Oder vergibt ihr dann schön Abreise fertig. Guck mal hier. So. Das habe ich mir überlegt. Ja, das war jetzt nicht so krass, aber. Naja, komm. Besser als nichts, war. Irgendwie ist die Kamera ein bisschen komisch gerade. Naja. Wir speeden mal rüber zum anderen Deck.
Kann ich jetzt bitte da... Achso, kann ich jetzt sprengen? Lernen wir die irgendwie so... Kleiner Bruder, du bist wieder zu Hause. Tut mir leid, ich war so dumm. Das waren wir beide. Ich habe bestimmt 50 Jahre sich nicht gesehen. Oh, komische. Kennst du die um? Oh, Fremde. Ich stelle gerade weitere Schreile. Eine alten Walfangstation. Ah, hier ist die Walfangstation. Eingeladung aus Zähnen. Deswegen hat man da Zähne hervorragend gesehen. Was immer nötig ist. Ja, ich glaube, wir brauchen erstmal nur eine, ne? Die anderen, da konnte man ja nirgendwo wirklich hin, sondern nur so ein paar Abkürzungen freischalten. Ja, das passt. Danke, Chef. Achso, warte. Wir werden nochmal da hinten hinfahren, deswegen... Genau, erstmal lagere ich die ein, damit ich Fische fangen kann. So. Bin wieder in freier Wildbahn unterwegs. Dann fangen wir mal hier die letzten Fische. Scheiße. Da war nur noch einer. Und dann gucken wir uns noch die Krabbenkörbe an. Vor allen Dingen bin ich gespannt, was hier passiert ist. Oh, okay, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nimmt man mit. Also zwei Krabben. Wahrscheinlich so 50 Tagen. Achso, ich habe eingesammelt, also nicht alles genommen. Ach ja, komm hier. Warte. Da. Da. Spiel spielt nicht so gut Tetris wie ich, ne? Weil ich ja mal gesagt habe. So, verkaufen wir, schlafen und dann kümmern wir uns mal um das. Ah ne, wir müssen ja gar nicht schlafen. Perfekt. Fischmarkt. Ja, das hast du mir jetzt schon zum 100.000. Mal erklärt. Also ich hab's langsam mal verstanden. Genau. Jetzt kommt in die Fracht. Und dann noch so einen schweren Kammkopf holen. Nee, komm, reicht. Und dann fahren wir noch ein bisschen rum. Dann müsste jetzt ja eigentlich in der Nacht schon das Licht auftauchen, ne? Dass wir da ein bisschen fischen können. Ah, hier sind doch krasse Fische. Können wir uns natürlich auch holen. Oder sehe ich es gerade falsch? Ach, die kommen vielleicht auch nachts. Wahrscheinlich ja. Nicht nachhaltig. Wenn ich mal schon ein paar, ne? So, hier kann ich das doch jetzt anbringen. Ein Haufen löser Trümmer wegräumen, genau. Nutze Sprengladung. Und zündest du. Bam! Mal zerbröseln. Warte, dann hole ich mal das Relikt. Ah, das ist glaube ich gar nicht das Relikt. Dafür ist es zu langsam. Bei den Relikten ist es immer noch richtig schnell gewesen hier. So, was ist das? Saphir. Saphir-Ohrringe. Hier muss ich hin. So, bam, bam, bam. Ich glaube, was das ist, sieht aus dem Koffer. So eine Spieluhr. Was ist das? Eine Musiktruhe. Oh, cool. Kehre zum Sammler zurück. Ja, ja, gleich, gleich, gleich. Erstmal schlafen wir eine Runde. Komm hier rückwärts raus. Nee, 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 nee. Davon halte ich nichts. Davon halte ich nichts. Ist auch gefährlich, wo wir hier schlafen, ne? Ganz alleine. So. Nochmal. Rückwärtsgang eingelegt. Und losgedüst. Auf zum Sammler, oder? Bisschen Richtung... Der ist hier auf der Schwarzfelseninsel, ne? Da oben müssen wir auch hin, zu der Dingsbums da. Wie heißt's? Ihr wisst schon, was ich meine. Diese Reparateurin oder was? Nordwesten. So, Nordwesten. So, auf geht's. Genug von dieser Scheißinsel, ey. Aber da bin ich wirklich nicht weitergekommen, weil ich nicht einmal um die Insel rumgefahren bin, ne? Schon peinlich irgendwie. Oh, die Wellen. Cool. Ich mache immer nur bis zur Hälfte. Ist das so schneller? Oder nicht? Vielleicht bin ich aber einfach nur behindert. Naja. Genau, bei der Insel waren wir schon da. Hier war der Fischertyp, ne? Was wollt ihr denn nochmal haben? Tigermakrele. Haben wir vielleicht eine dabei? War zur Sägewasch, Königslachs. Ach, scheiß auf den. Irgendwann. Ist wahrscheinlich auch nicht für die Main Quest wichtig. Wir können es ja vielleicht irgendwann mal
Haben wir jetzt einen dabei? Nee. Aber jetzt sind wir wieder in dem alten Gebiet, wo es den Kabeljau gibt. Können wir ja irgendwann mal machen, hier mit dem Typen. Was ist hier das für eine Insel gewesen? War ich hier schon? Oder ist das einfach... Ah, das ist einfach nur die andere Stadt. Hier wollte ich aber hin, genau. Auf zum Sammler, mal gucken, was der zu sagen hat. Hab dir eine Musiktruhe mitgebracht, mein Freund. Was haben wir jetzt? Schlüssel und Musiktruhe, ne? Das war's doch bis jetzt, oder? Ich glaub schon. Du zerrst die Größe, die so schwer ist, dass die Boden denotiert. Jetzt haben wir anscheinend das nicht zu gewinnen. Er ist ganz auf die Truhe konzentriert. Und jetzt hast du an den Klippen gefunden? Ja. Ah, hervorragend. Zwölf die künftige, wenn du erlaubst. Oh, kriegen wir einen Teleporter? Dieses Boden, wenn ich will, so. Manifestation zu Schwarzfelsen. Cool. Am Riff beim Sternenbecken könnten sich Wrackteile gesammelt haben. Such zuerst diesen Bereich ab. Sternenfelsen. Ah, da ist so jetzt nächste. Was mit den Relikten vor? Nun, sie sammeln, als wenn das jetzt in die Zukunft. Ja. Cool, da können wir jetzt einfach zu dem hier zurückkehren, aber. Haben wir schon die Werkstatt freigeschaltet? Scheinbar nicht. Okay. Also nächstes Ziel ist hier. Sternenbecken. Ich würde sagen, wir gehen aber vorher noch zu Stahlspitz. Gucken, was die Architektin macht. Und als allererstes ein bisschen fischen. Weil das ist, was wir machen. Oh, hoffentlich kann ich bei dem einen Typen da auch diese Dinger kaufen. Wisst ihr, was ich meine? Diese Rumpferweiterung und ich muss nicht nochmal zurückfahren. Ich habe ja jetzt theoretisch genug, wenn ich die alle verkaufe. Ja, haben wir voll. Voll gepackt. Ach, schön hier wieder zu sein. So, hier fühlt man sich wie zu Hause. Von einer langen Seefahrt wieder heimkommst. Den kaputten Krabbenkörben, die ich auf keinen Fall reparieren werde. Das ist einfach schön. Ah nein, jetzt habe ich meinen guten Krabbenkorb da gelassen. Idiot. Oh. Ist das wirklich für klug? Das war okay. Muss vorsichtiger sein. Ist mir niemals ganz, das kann niemand. Okay, also. Ich bin gespannt, was noch passiert, aber scheinbar mochte sie das nicht, dass wir da so weit gefahren sind. Ja, die Fischhändler. Manchen gibt es abnormale Exemplare. Wie er das sagt. Okay, bitte. Plus 250. Nice. Hier können wir auch die Kramkörbe kaufen. Aber zuerst zur Schiffsbauerin. Die hat... Nein, als ob die das nicht hat. Das ist doch jetzt scheiße. Das hier. Dann kann ich das irgendwie kaufen. Fischhändler. Mein Lager. Ja. Ich guess, wir müssen nochmal zurückfahren. Aber wir können ja teleportieren wenigstens, also. Naja. So sei es. Aber wir fahren erstmal zu der anderen. Vielleicht kann die das kaufen. Vielleicht kann die das verkaufen. Und, oh ja, wir haben ganz schön viel Stuff noch. Hier so Utensilien oder was. Wie nennt man das? Schätze? Schätze? Nennt man das Schätze? Hast du vielleicht was Interessantes zu verkaufen? Ja, ne? Ja, die will ich gar nicht verkaufen, nur die beiden. Und die 125, ja, nehme ich. Besser als nichts. Den wollten wir behalten, glaube ich. Das war ja von der einen Quest der Gegenstand. Och, bitte hat diese Frau bei der Werkstatt. Bitte verkauft die mir das. Sonst muss ich den ganzen Weg zurückfahren. Das können die mir nicht antun. Ich hoffe einfach. So. Ach, guck mal, da hat sie ihr Häuschen gebaut. Wie süß. Gucken wir mal an. Architektin. Hey, danke, dass du mir... Ich habe es geschafft, mich hier einzurichten. Nimm du es doch bitte. Unwissen. Ah, cool, ein Buch. Das lagern willst, dann komm zu mir. Als ob das... Der ganze Aufwand mit den... Also, wir haben jetzt praktisch zwei Holz und zwei Metall.
für ein Buch bezahlt. Muss ich doch verarschen. So, Scam. Dann fahren wir mal wieder rüber. Ich freue mich, haha, so cool. Wollte schon immer mal wieder darüber fahren. Ja, hier ist Manifestation. Machen wir mal Scheinwerfer an. Langsam. Das habe ich noch nie benutzt, aber das ist ja voll. Voll krass. Was haben wir noch? Da hinten Schwarzfels oder so. Wie cool. Golfflunde. Ja. Ja, okay, ist aber auch ein bisschen unnötig, ne? So, Richtung Südosten müssen wir da unten. Ach, den ganzen Weg wieder fahren. Wir brauchen echt bessere Motoren. Aber ratet mal, was wir für bessere Motoren brauchen. Richtig. Dieses scheiß Metallding. Das da war doch Südosten, ne? Schon wieder fast einen Motor kaputt gemacht. Das wäre eklig, jetzt einen kaputt zu machen. Ja, okay, so weit ist es gar nicht. So weit ist es gar nicht. Und wir fangen ja hin und wieder ein paar Fische. Das ist ja auch gut. Ein besseres Netz wäre halt echt super. Ich glaube, mit dem Netz haben wir eigentlich bis jetzt am meisten Cash gemacht, weil... Ach, man sieht sogar... Seit wann sieht man denn die Fische da drin? Die das da sieht man so... Das bisschen, dass da welche drin sind. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich habe 500. 500 ist auch so ein Scam einfach. Für so ein... Metallstück, das kannst du doch keinem erzählen. Und wir können den Krabbenkorb mitnehmen, dass wir den dann bei den Sterninseln hin tun können, weil hier brauchen wir den ja nicht. Lohnt sich's eigentlich? Ja, wahrscheinlich hier ins Tiburtieren und dann so ist schon schneller als so. Weil wir dann zu diesen Inseln hier könnten. Ah, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Anlegen. Geschmack. 100 nochmal. Ja, guck, das Netz ist krass. Das Netz ist krass. Dann brauchen wir eben den Werft. Einmal reparieren. Und... Ja, das hier, ne? Nehmen wir mit. Und dann... Schwimmdock. Warte mal, das kostet auch nochmal 500. Vielleicht haben wir genug Krabben. Betet, dass wir genug Krabben haben. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. So, mach ich hier am besten Tetris. Das wird nicht gehen. Ich will halt... Ach, das sind ja so viele... hin und her. Da können wir hier einsammeln. Ja, da ist auch schon wieder drei von diesen fetten Krabben drin. Naja. Aber ich glaube, wir haben genug. 88? Ja, wir haben genug. Wir haben genug, wir haben genug. Das hier kommt hin. Legen. Einsammeln. Kann ich eigentlich... mal den hier. Ah, kannst du sogar verkaufen. Perfekt. So. Ozeanisch kann ich inzwischen fangen. Dann brauche ich diese. So, ablegen. Fast fertig, fast fertig. Einsammeln. Ja, geht natürlich nicht. Würde wahrscheinlich gehen, aber ich habe jetzt keine Lust. Wahrscheinlich aber schneller, wenn ich so mache. Dass ich auch immer quatschen muss, wenn ich da anlege. Ich bin hier auf einer Mission, ey. Kann sich doch nicht zulabern. Einsammeln. Und da. Komm, fahr hin. Einsammeln. Kann auch rückwärts Tempo geben. Cool. So. Ich glaube, das Tempo geht immer so ein bisschen auf die Motoren, weil man muss immer ein bisschen reparieren. Also wenn ich jetzt hier gucke, werft. Genau. 35, achso, die Krabbenkörbe. Nee, den will ich verkaufen. Der Fischmarkt. Ah. Den verkaufen. Den hier nicht verkaufen, der kommt ins Lager. So. Jetzt wären wir aber soweit. Weil. Stimmt, ich hätte gerade fast einen neuen Krabbenkorb gekauft, ne? Zack. Neuer Rumpf.
So sieht's nämlich aus. Ja, bei uns läuft das so. Oh, vier neue Pracht. Oh. Ja. Ich hab Holz. Ich hab Holz. Das Holz geht auf jeden Fall erstmal direkt darauf drauf. Ich brauche nur zwei Metall. Den Rest habe ich. Ich habe so viel Holz, ne? Weil wir da dieses eine. Oh, das wäre so gut. Hier oben die. Oh, das wäre so gut. Ein Motorplatz. Drei Angelplätze. Wir haben sogar genug Holz für alles, oder? Nee, zwei. Das mach ich mal. Das war. Ja, hier brauchen wir das. So. Ja, sind wir ja schon fast beim neuen Rumpf wieder. Und jetzt probiere ich mal was aus. Ich glaube, hier habe ich jetzt alles, ne? Ja. Warte mal. Ja, gut, wir haben eh kein Geld mehr, aber ganz kurz. Theoretisch. Ich sehe es nicht. Das Edelmetall. Ich glaube, das ist nicht das, was wir gerade hatten. Vielleicht schon, aber das sollte man ja dann noch bei den anderen Inseln kaufen können. Wäre auf jeden Fall dumm, wenn nicht. Genau, Kajüte. Hier, neues Buch, ne? Genau. Aber erstmal das dann. Dann. Scheiße. Bin ich irgendwie kaputt? Nö. Nicht mal einen Schaden. Okay, geil. Aber das hat eine Abklingzeit, okay. Ja, macht Sinn. Aber man braucht ja, auch keine. Man braucht es ja auch nicht mehr, ne? Wisst ihr, was ich meine? Ach, ich bin dumm. Das kann nicht sein, dass ich jedes Mal vergesse, ne? Das kann nicht sein. Sieht man das eigentlich? Ja, man sieht das, dass wir hier die Rumpfverbesserung haben, ne? Finde ich cool. Du hast schon erschöpft. Hey, da waren noch 500 Millionen. Ah, dann können wir jetzt hier Kalamari kaufen. Kalamari sind nice. Da Aale. Oh, Aale nehme ich auch. Bam, bam. Bam. Aal. Aal. Ach komm. Die Leuchtturmwächterin weiß irgendwas, ne? Also die ist irgendwie. Die weiß mehr als sie sagen will, glaube ich. Dass ich so schlecht bin, ne? Schon wieder die Panik des Lebens. Aber erstmal ein bisschen Speed geben. Hilft bestimmt. Ach du Kacke. Okay. Ja, da kümmere ich mich auch nur kurz drum um die Krabbenkörper. Es muss sein. Ich kann das nicht auf mir ruhen lassen, einfach, dass da die Körbe rumliegen. Das kann ich nicht. So, sämtlichen Fisch verkauft. Chili. Nee. Ich mach's auch in der Nacht, komm, scheiß drauf. Ist wieder ein Stein gewesen, ne? Ich merk das schon. Einsammeln. Ah ja, ein Stein. Der war doch auch schon vorher, ne? Auf jeden Fall. So, Fischhändler. Jetzt nichts für einen Sound gewesen. Ich mag das nicht. Ich traue mich hier nicht mal diese Scheißkrabbenkörbe nachts rauszuholen. Das kann doch nicht sein, dass das Spiel mich so knallt. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Wie viel Platz haben wir noch? Ah, wir haben sogar noch. Vielleicht für alles hier. Das geht nicht. Alle. Ein Kalamari nehmen wir mit. Oh, Kalamari sind so entspannt zu fangen, ne? Aber müssen auch den Motor reparieren, ja, ganz vergessen. Oh, erstmal noch ein bisschen Panik kriegen. Kann man auch eigentlich an Panik so sterben? Also da oben ist ja jetzt extrem. Wir sind ja jetzt sozusagen in der krassen Phase schon. Ja, genau. Nebel ausräumen, Vorsicht, Albträume. Ja, genau. Ah, wir wollen keine Albträume, wir wollen einfach nur Fisch verkaufen, mein Freund. Sonst nichts. Oh. Der hat auch die. Oh, krasse. Ja, ich glaube. Ich investiere mal in Licht. 30 Meter. 25 Meter. Und gerade haben wir 20 Meter. 30 Meter ist schon ein Unterschied, ne? Ich mach das einfach.
kaufen. Einbauen. Mach mir die dran, Chef. Mach mir die dran. So, hier die Motoren. Ach, die haben sich auch umgeordnet. Jetzt könnte ich... Ah doch, ich könnte trotzdem noch die beiden ändern. Achso, ich muss doch die beiden Kramkörbe verkaufen. Nee. 50 bringen die. Ach, weil ich die repariert habe gerade, ich Idiot. Warte mal, aber ich habe doch gar nicht so viel bezahlt für die Reparatur. Ja, vielleicht hat es sich ja sogar gelohnt. So, wir schlafen noch eine Runde. Ja, Panik ist weg, perfekt. Und dann würde ich sagen, auf ins neue Gebiet, oder? Das geht echt fix hier. Also, sehr entspannt, finde ich. Muss ich nicht beklagen. Ach, das sind auch noch Kramkörper. Ne, das mache ich hier noch schnell. Sind da andere Kram drin vielleicht? Einsammeln. Ja, passt erstmal. Was bedeutet... Ich bin nämlich zu einem abnormalen Exemplar. Diese Winch. Ihr seht den Wind, ne? Dass da so ein bisschen was drin ist. Ist jetzt hier... Krieg ich jetzt hier einen krassen Fisch? Nee. Egal. So. Einen da. Fischhändler, ganze Kiste voll Kram. Ja, 150 ist in Ordnung. 57 für so einen großen Korb. Für einen robusten sogar. Naja. Besser als nichts. Oh, fast wieder. Ich vergesse das immer, dass ich da aufpassen muss. Ich finde das so schwer. Mit dem Dingsbums. So, hier holen wir noch ein paar Fische mit. Ich meine, warum nicht? Können wir noch eine Runde schlafen und dann los. Ob wir jetzt heute oder morgen fahren, wisst ihr, das ist... Oh, shit, okay. Diese abnormalen Fische, damit hat es auch irgendwas auf sich. Da kommt, also, ne? Auch, dass der Fischhändler da irgendwie das eine Mal verschwunden ist. Ich bin echt gespannt. Die Story. Oh, fuck, jetzt habe ich den abnormalen, weil er den großen nicht erwischt. Ich bin echt gespannt auf die Story. Also irgendwie will ich wirklich wissen, was hier vor sich geht in dieser komischen... komischen Welt, wo ich hier irgendwie gelandet bin. Schiffbrüchiger. Bin bestimmt involviert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier als Hauptcharakter einfach so auftaucht und dann so nicht so irgendwie nicht irgendwas Schlimmes passiert ist. Meine ganze Familie wurde von irgendeinem Riesenfisch getötet und ich hab's aber vergessen, weil irgendwie sowas. 232, geil. Ne, ihr wisst schon. Ich hab doch bestimmt noch die, genau. Ah. Dann schlafen wir mal durch und fahren los zur neuen Insel. Ich würde sagen, das schaffen wir auch noch in der Folge anzukommen. Ja, also je nachdem, was noch so passiert auf dem Weg. Aber ich denke mal, es sollte passen. Ich da muss nur aufpassen auf meine Motoren, dass ich da keinen Scheiß mache. Genau, wir müssen Südwesten, ne? Was sind das hier für Fische? Kann ich noch gar nicht, ne? Könnte ich theoretisch mit den neuen Upgrades. Sagen wir gehen kurz bei dem Wrack vorbei. Da links ist auch irgendwas. Kann man da anlegen oder so. Ja, da gibt's doch eh wieder nur so einen komischen Schatz, der gar nichts bringt. Holz brauche ich auch nicht. Ich brauche Metall halt, ne? Ist das hier Metall? Ist hier Metall, das nehme ich's. Ja, Metall. Metall brauche ich. Nehmen wir mal mit. Mein Holz sollte ich eigentlich auch mitnehmen, aber ganz ehrlich. Wir haben ja auch nicht den ganzen Tag Zeit, wenn man ja auch ankommt. Ne? Da drüben wird es bestimmt auch ein bisschen was gegen. Jetzt kriege ich hier drei Metall. So, ja. Na komm, egal. Fahren wir halt nachts. Wird schon nichts passieren, wa? Schon wieder 13 Uhr. Die Zeit verrinnt. Das Brot ist mir jetzt erstmal egal. Wäre auch noch Metall. Als ob hier nichts ist an der Insel. Richtig nur. Affen sind hier irgendwie, ne? Sieht doch an wie Affen. Da bin ich irgendwie verrückt geworden. Jetzt sind wir schon fast da. Da ist schon unser Ziel. Das sind Affen. Ah, unser Schiff sieht aber geil aus jetzt, ne? Ich freue mich schon auf das nächste Upgrade. Da wird es ja richtig heftig. Ich würde sagen, wir gehen mal hier einfach...
nochmal dredgen. Bestimmt was Interessantes. Unser Licht ist auch extrem cool. Ne? Also, wie ich schon mal gesagt habe. Sollte man nicht unterschätzen. Hier. Genau. Im Regen kriegt man eben aus den Wracks. Ich weiß nicht, ob sich das überhaupt lohnt. Das ist mal extrem schwer. Ich dachte mal, euch das stimmt. Echt? Bitte nicht. Erstmal hier. Haben wir irgendwo eine Stadt? Hier links. Kann ich anlegen. Was? Alter, was ist... Jetzt verstehe ich, warum der nachts Panik kriegt. Wo sind wir denn hier gelandet? Ich mache jetzt hier mal ein Thumbnail. Okay, ja, alles gut. Nee, wirklich. Alles gut. Die Musik auch. Ich mach's mal wieder ein bisschen lauter für euch. Gar nicht beunruhigend, die Musik. Also, nee. Wirklich. Das Labor liegt in Trümmern. Wo möchtest du suchen? Schränke. Forschungsteil, nice. Wo möchtest du suchen? Ausrüstung. Prototypenteile. Nicht sicher. Evakuierung zum Fort. Okay. Risse. Etwas extrem Starkes und Großes. Nur ein Forschungsteil, nehmen wir. Möchtest du suchen? Gehen. Etwas extrem Starkes und Großes. Da ist noch ein Generator. Ja, nee, also wirklich. Das wird super hier. Ich sag's euch so, wie es ist. Ja, das Spiel ist so nice. Ich will wissen, was. Ich will wissen, wie es weitergeht. Wir haben sogar noch ein paar Minütchen. So, ist es jetzt hier Mangroven oder vulkanisch? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, aber das müsst ihr eigentlich bei den Fischen dabei stehen. Deswegen, ich warte mal, bis wir mal so Fische finden. 12 pro Tag. 10 pro Tag. Aber ich mach's tagsüber. Das ist mir zu krass hier. Warte, wir gehen mal kurz Mitternacht gucken. Aber ist alles relativ gleich, ne? Sehr farbenfroh. Weiter schlafen. So, tagsüber. Ablegen. Sieht immer noch so aus. Wohl nicht an der Nacht, ne? So, wo kommen wir noch hin? Da und hier. Ich fahr mal erstmal. Da liegt da ein Schiff. Liegt ein großes Schiff. Ne? Ja, tagsüber ist es nicht so schlimm wie nachts. Ah, da verschwinden noch diese Quallen. Okay. In der Mitte. Ach du Kacke. Das ist eine Pflanze. Alter. Oh shit. Ja, damit. Das habe ich mir schon fast gedacht. Okay, okay. Kann man anlegen, ne? Okay, das heißt, die haben sich einfach. Ich würde mir doch niemals ein Dorf. Ach, das verlassen wahrscheinlich, ne? Ich würde mir doch niemals. Ach, das war mein Schatten. Boah. Ich würde mir doch niemals ein Dorf bei so einem... Oh mein Gott, sind die doof. Ach, hier muss ich sprengen. Aber da kriege ich nur Holz, ne? Naja, zur Sprengladung. Walfänger können wir entsorgen. Ja. Ich fahr mal einfach vorbei. Was habe ich mir kaputt gemacht? Ah, eine Angel. Ah, das Netz funktioniert nicht mehr. Scheiße. Das ist schlecht. Was sind hier für Fische? Ist das jetzt vulkanisch, oder? Flachwasser. Nicht vulkanisch. Also, Alter, ist einfach eine Fuck. Alter, warte, ich brauche nochmal ein Thumbnail. Ja. Oh, durch. Gut durchlesen. Was haben wir bekommen? Oh, Verkaufspreise und Einkaufspreise. Geil. Wichtig, sehr wichtig. Ich mache gleich nochmal die Nachricht auf. Aber erstmal hoffe ich, dass hier... Ach, jetzt wieder diese Händlerin, oder? Ist das nicht die? Ja, perfekt. Hier, Schwimmdog. Ah, doch. Nee, doch, Schwimmdog.
Genau. Direkt mal das Metall rein. 4 zusätzliche Slots. Danke. Nehmen wir. Ein Metall. Ein Motorslot habe ich jetzt hier noch frei. Und hier kriege ich noch einen. Okay. Eieieiei, Fischmarkt. Kann ich was verkaufen? Ja, hier die ganzen Fische. Das rote Schnapper, Leuchtkammer. Nice. Achso, und ich muss bei der Werft. Die anstehende Reportung, ja, 124. Hier was Neues? Ah, doch, das ist das veredelte Metall, das man. Aber jetzt nur 450 wegen den 10%. Sehr wild, sehr wild. Okay. Und dann müssen wir wohl noch, hier oben hin, ne? Also, weil hier. Ja, schwierig. Mit dem roten Punkt. Kann man vielleicht tauchen oder so? Ja, was soll man denn gegen diese Pflanze machen? Wurde ich gerade da hingezogen oder habe ich meinen Finger aus Versehen auf der Taste gehabt? Ach, ich will es gar nicht wissen, ehrlich gesagt, Freunde. Ich möchte es gar nicht wissen. Ja, ganz normaler Fisch, ja. Ich soll wieder nicht den ganzen Tag fischen, aber ich will. Achso, wir haben hier so einen Forschungsteil. Wenn ja überall hin. Moment mal. Hier hin auf jeden Fall. Oh, mach ich mir schon mal ein bisschen Platz. Ja, dann. Hier ist wohl dieses Fort, ne? Wir hatten ja diese eine Nachricht: evakuiere. Zum Fort. Ich lasse es dann jetzt. Evakuiere zum Fort. Das müsste ja dann hier sein. Guck mal, wo wir anlegen können. Da kann man anlegen. Mal gucken, wer uns hier erwartet. Ich frage mich, ob die Pflanze dieses Labor kaputt gemacht hat oder noch was anderes, womit die dann irgendwie erforscht haben oder so. Forscherin, da ist sie. Wer bist du? Fischer. Das ist seltsam. Tatsächlich kann ich ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ja, klar. Wobei brauchst du Hilfe? Im Inneren des Beckens. Achso, der, wo wir schon waren. Eine riesige Kreatur. Und ruht sie im Zentrum des Beckens. Wirf doch einen Blick auf die Liste der Exemplare. Du kannst sie dann hier abliefern. Also müssen wir nochmal hin. Ah, ne. Um sie alle beschaffen zu können. Küstennähe, Küstennähe, Flachwasser. Können wir eigentlich alles? Aber das die hier nur mit Netz. Aurora-Qualle. Nee. Okay. Und ein Kalamari. Wahrscheinlich nachts nur, ne? Wieder. Wo haben wir? Wo sind wir hier? Was haben wir hier eigentlich? Achso, das ist die Gestalt in Blau. Lange seltene Fische. Ach, das ist für die Händlerin. Riesentiger. Bastenflosse. Ach, verrotteten Meerall hatten wir auch noch. Ach, habe ich ja gar nicht dran gedacht. Und das hier ist die Hauptquest, okay. Leuchtender Oktopus, Leuchtkalamar. Ah, Leuchtkalamar hatten wir schon. Scheiße. Ja, kann ich ja nicht wissen. So, was ist die Nachricht? Ich kann den Simpsons verrösteln. Müll. Die Seite ist hier, Stelle abrüsten. Für die Juwelenzackenbarsch. Moment, Juwelenzackenbarsch. Wofür braucht man den? Vielleicht nicht irgendwas. Auf gerade. Noch etwas, wegen der Proben, die du suchst. Okay. Nichts, ich breche jetzt auf. Sonst noch was hier? Lager? Ansonsten. Wobei, lagern wir die mal ein. Können wir neue fangen. Was lacht hier so? Ey, das Spiel ist krank. Krankes Spiel. Krankes Spiel. Dass sie einen hier so auslanden. Ey, da ist noch eine. Post. Nehmen wir mit. 6. bis 7. März. Oh nein, 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 nein. Ich werde auf keinen. Wobei, ich werde dann nachts hinfahren. Komm. Wir fahren mal Richtung. Ja, hier rein einfach. Wir gucken mal, was passiert. Ich fahre einmal rum wieder zur Händlerin. Vielleicht kriege ich ja hier dieses Ding, wenn ich drüber fahre. Ja, hat nicht geklappt. Aber was machen die? Und hier.
Ah, das, die brauche ich, das brauche ich. Ah, perfekt. Leuchtender Oktopus. Können wir sogar mehrere fangen. So erstmal. Warum nicht, ne? Ich meine, bringt bestimmt viel Geld. Ein leuchtender Oktopus würde ich auf jeden Fall kaufen. Stell dir mal vor, so ein Fischmarkt und dann leuchtet der einfach. Wär doch krass. Wäre das doch. So, erster. Medusen-Oktopus. Jetzt langsam wird es aber wieder ein bisschen too much, sag ich euch. Langsam wird es hier wieder ein bisschen zu abgespaced. Ich bin ja in Küstennähe eigentlich. Ja, guck mal, Aurora-Qualle perfekt gefangen. Was ist mit diesen... Ich hab's nicht verstanden, was es mit diesen Explodierquallen auf sich hat. Ach, und hier ist... Ah ja, okay. Oh, da, die will ich fangen. Werd jetzt umgebracht, aber die will ich. Abyssal. Abyssal. Was heißt das? Irgendwie sowas wie... Abnormal? Oder so? Ich kenne das Wort doch. Na, mir fällt es gar nicht ein. Hier ist noch was. Ach, das ist auch wieder so eine Qualle. Ey, es sieht so krank aus, ne? Sieht so krank aus. Ey, 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 ey. Ach, und da in der Mitte. Ja, ja, genau. Da in der Mitte ist unser Artefakt. Ich merke schon. Ja, ja, das wird super. Ne, das wird wirklich toll, wird das. Oh, Mann. Ein bisschen Panik, ne? Lässt du das mal bitte. Ey, das Licht macht aber viel Nebel weg, ne? Also wir sehen schon ziemlich weit. Oh, wieder die Eile hier. Achso, und natürlich, ne? Achso, wir holen... wir werden jetzt eh hier bleiben. Ich hole einfach mal die Krabbenkörbe. Tu die hier in der Nähe auswerfen. Fischmarkt. Allen Fisch verkaufen. Kann ich nur den einen Fisch verkaufen? Ja, dann mach ich mal den ins Lager. Scheiße, das geht nicht. Was habe ich getan? Verkaufen. Gut, der Lagerfisch wurde nicht verkauft. Nein! Ach, das war so doof. Er hat hier einen im Netz. Na egal. Habe ich nicht dran gedacht. Was noch? Was noch? Was noch? Achso, genau. Hab ich nur einen von den Kamkern? Kaufen wir einen zweiten. Ah, wir haben ja 700. Kann man sich mal leisten. Schwerer oder ein großer war das? Schwerer, ne? Ja. Zwei Krabbenkörbe. Den einen am besten noch reparieren bei der Werft. So. Ah, das mit den Motoren. 270, könnten wir uns sogar leisten. Das machen wir sogar. Ja, doch noch einen Motorplatz, oder? Ah, ne, den kriegen wir dahin. Was bringt denn uns das, wenn wir... Sag mal, was... Ist das für eine Tür, die Geräusch die ganze Zeit? Ich krieg hier zu viel, ne? Ich krieg hier zu viel. So, ich leg mal ab und fahr mal zu der Forscherin wieder. Aber an wen hat die Notiz geschrieben, wenn die da alleine ist? Das frage ich mich jetzt gerade noch. Also irgendwas wird sich hier noch offenbaren, glaube ich. Können wir hier fangen? Ja, ich hab's gesehen. Rumpf beschädigt. Aber nichts anderes. Ja, dann soll uns doch egal. Was kam da? Ich mache die Krabbenkörper aus. Was haben wir hier? Ach Mist. Ja, dann kriegen wir die Fische wahrscheinlich erst nächste Folge zusammen. Ich habe gerade vergessen, dass... Ey, unser Schatten sieht schon komisch aus. Ne? Ich habe gerade vergessen, dass... Was ist hier drauf? Hä? Ich habe vergessen. Ich weiß nicht, was ich vergessen habe. Irgendwas habe ich vergessen. Achso, ja, mit dem Fisch. Ja, ja, das ist natürlich echt blöd gelaufen.
Ach ja. Aber wir können schon mal zumindest den einen abgeben. Das sollte ja schon mal erstmal passen. Diese Proben. Genau, den hier haben wir schon mal. Die hatten wir auch. Der Leuchtkalmer, den haben wir auch. Ja, die kriegen wir beide durch Netze. Das soll, glaube ich, einfach nachts ein bisschen rumfahren. Roter Schnapper. Bla bla bla. Enzyklopädie, Seespinne. Aurora-Qualle. Nur nachts. Und die anderen wahrscheinlich auch. Ne? Ich mach mal hier auf E. Genau, Leuchtkalmer auch nur nachts. Angelschleppnetz. Den hier nur tags. Das sind doch das ist doch der Typ, der uns angegriffen hat, diese Fischdinger. Ja, ja. Der ist auch im Sternenbecken. Oder das ist der, wie heißt's? Der Abnormale. Ganz kurz. Genau, die hier haben viele Anomalien, ne? Glotzaugenkabel, jo. Ja, kann man hier auch die Anomalien durchgehen. Sturmklippen haben wir auch. Sternenbecken. Da sind ein paar. Sternenbecken und Windstrang. Nur Windstrang, Teufelsgrad. Ja. Offene See gibt's auch ein paar. Okay. Ja, wir fahren nochmal kurz zur Fischerin. Ich glaube, ich nehme die Krabbenkörbe wieder mit und tue die dahin, wo ich sie eigentlich hin tun wollte, weil ich einfach nur wieder vergessen habe. Weil ich Panik habe. Oh, mein schöner Fisch. Oh, Mensch. Naja, machst du nix. Manchmal passiert sowas, ne? Da kann man nichts machen. Vielleicht antwortet jemand. was sind das da? Das sind ganz normale Fische, ne? Komm, angeln wir ein bisschen. Die kennen wir noch gar nicht. Neues Buch. Alter, die sind vier lang. Der Barracuda. Ah, es gibt wirklich coole Fische. Ja. Genau, ne? Haben wir einen noch. So, und jetzt haben wir den Salat. Ach komm, egal. Ja, ja, ich hab's verstanden. Hat sich jetzt der Nächste infiziert? Jetzt mich verarschen. Die infizieren sich jetzt alle. Och, Kacke. Ist mir egal. So, kann ich den einsammeln? Ja, dann schmeiß den Fisch raus hier. Zurückwerfen. Werden eh nicht viel geben, wenn die infiziert sind. So, den sammeln wir ein. Warum schreien hier so Affen rum? Da, hier kann kein Affe leben. Da sind zwei Bäume drauf. Wo sollen die sich hier entlang schwingen? Ja, nee, nee, nee. Das ist alles fake. Das ist alles fake. So, nehmen wir direkt noch so einen Fisch mit. Nee, nee, nee. Darauf höre ich gar nicht. Das sind keine Affen. Das sind Fake-Affen nur. Und was war hier? Hier sind noch Barracudas. Krieg ich noch einen Barracuda rein? Nee. Das schlüpft in meinen Frachtraum. Mein Arsch schlüpft etwas in meinen Frachtraum, Junge. Oh, die Kacke. Oh, endlich wieder zu Hause. So, Fischmarkt, was kriegen wir? 160, ja, warum denn auch nicht, ne? Lass einmal reparieren. Und dann könnten sogar schon das nächste Edelmetall kaufen. Aber erstmal nicht, denn ja, ich weiß nicht was. Achso, die Krabbenkörbe noch auswerfen. Ja, ich würde sagen, wir werfen noch die Krabbenkörbe aus. Und dann war es das schon wieder mit der Folge. Aber wir haben ja schon wieder extrem viel geschafft, ne? Also, irgendwie gibt es viele Krabben. Bam, bam. Ein ganz neues Gebiet entdeckt. Mit extrem komischen Fischen. Den Leuchtturm sieht man von hier, das ist so cool. Das Spiel ist generell. Okay, jetzt. Das Spiel ist generell so nice. Also wirklich. Macht richtig Spaß. Ich will auch unbedingt wissen, wie es weitergeht mit der Story. Naja, aber das war's erstmal mit der Folge. Lasst ein Like da. Und bis dahin. Macht's gut. Und haut rein. Ciao, ciao.